Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Wiggles. Ja, hier vorne waren wir ja stehen geblieben eigentlich. Also wir hatten hier vorne ein Lager stehen mit Nahrung. Und hier unten war, glaube ich, ein Wohnzimmer oder sowas. Und hier aber auch irgendein Schlafzimmer oder so. Jo, hier vorne habe ich mal kurz geguckt, ob man hier auch weiter konnte, weil es ja so ein bisschen so aussah, aber irgendwie ist ja sowieso hier zu. Egal, dann habe ich Folgendes gemacht und habe gedacht, ich grab schon mal was vor und baue meine Gebäudchen auf. Und das sieht man auch schon hier. Denn ich bin schon runtergegangen und wollte zuerst, also nicht wundern, dass es hier einmal rechts geht, wollte zuerst geradeaus runter. Nur dann habe ich gesehen, dann kann man nur zwei Höhlen bauen und das ist mir ein bisschen wenig. Und deshalb bin ich ein Stückchen nach rechts. Hab da zwei schöne Gänge gemacht und ja, hab dann hier große Höhlen hingebaut, nach links und nach rechts. Also wieder das alte Spektakel. Und haben dann anschließend in der nächsten Ebene zwei kleine auf der linken, vier kleine auf der rechten, dann hier zwei große, links auch noch zwei große und dann hier nochmal normale Höhlen von der Größe gebaut. Und dann hier unten nochmal und hier unten nochmal ein paar kleine für die ganze Lager und kleineren Gebäude, falls man die mal braucht. Dann habe ich hier noch ein paar Holztüren gebastelt und eine Plattmachfalle, weil ich das euch ja immer noch zeigen wollte. Mit einer Plattmachfalle, wie man da Leute tötet und so weiter und so fort. Und ja. Dann habe ich schon mein ganzes Zeug, was ich im Lager hatte, hier währenddessen produziert. Also man sieht schon viel Gold und Eisenhammer gemacht und auch ein bisschen Kristall, was ich hier angesammelt habe, habe ich einfach mal eingestellt machen und so. Kristallschild müsste hier auch schon liegen. Ja. Sehr schön. Verteidigung 6, okay. Ja, das habe ich nämlich eben auch mal gebaut, um zu gucken, was denn das für ein Ding ist. Ja. Gut, Tempel und so ist auch klar. Ich habe übrigens die Nastjenka einen Jungferntrank trinken lassen, denn die wollte ich behalten. Ansonsten sind viele Zwerge gestorben. Ja, was noch? Was kann man noch sagen? Genau, ich hatte ein paar Probleme hier mit den Küchen. Und zwar, also Hamster-Shacks gehen. Wieso auch immer, da transportieren sie Hamster hin. Hier vorne transportieren sie keine Hamster hin. Ich verstehe nicht, wieso. Sie machen es einfach nicht. Und hier die Hamster legen einfach nur hier, weil ich die da vorgelegt hatte, um dann zu probieren, ob es dann geht. Aber sie wollten nicht. Und ja, jetzt habe ich halt Folgendes gemacht. Hier das alles herstellen lassen. Hier die Raupenschleimsuppe. Und habe hier vorne einfach meine Feuerstelle hingestellt. Und da transportieren sie. Vorher wollten sie ja teilweise gar nichts kochen. Da habe ich beide Küchen abgerissen, nochmal neu aufgebaut. Hamsterfarm hier unten habe ich auch nochmal abgerissen, nochmal neu aufgebaut. Das hat nichts gebracht. Hier, das hat was gebracht, dass sie wenigstens etwas machen. Naja. Dann habe ich geguckt, ja, wie macht man am besten? Ich habe noch hier zwei Wohnzimmer. Also ich habe alle Gebäude zweimal. Also Luxus, Schlafzimmer, Wohnzimmer und so. Dann habe ich gedacht, hier oben kannst du noch schön was hinbasteln. Ja, dann habe ich das hier hingebaut. Mich weiter nach rechts gegraben, weil ich noch eine Höhle machen wollte. Und dann. Upsala, haben wir hier irgendwas gefunden? Ja, ich hab noch nicht weitergegangen. Nur bis hier. Und, das gucken wir uns dann nachher auch noch an. Ja, ansonsten kann ich schon mal einen Tipp geben, wer so die Welt aufbauen möchte oder so, macht am besten Folgendes. Macht erstmal zwei Gänge nach links und rechts, einfach mit diesen Höhlen. Also einfach nach rechts und links mit zwei Ebenen und baut da diese ganzen Gebäude hier rein. Weil die passen alle da locker rein, ohne Probleme. Und dann ist gut. So, anschließend kann man in der nächsten Etage nochmal diese großen Höhlen und die normalen, also hier diese Höhlen machen. Und da ein paar Gebäude, was nicht reinpasst, hinbauen. Und anschließend diese großen und dann kann man da nochmal so die Farmen hin tun, die Küche direkt irgendwie darüber, so ungefähr wie es hier ist. So halte ich es eigentlich für am sinnvollsten. Ihr könnt ja auch ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe nicht ganz optimal gebaut, muss ich sagen. Zum Beispiel hier unten auch sehr schön. Auf einmal habe ich ja die Höhle ein bisschen zu weit links gebaut, deshalb geht dieser Gang nicht bis nach ganz unten, sondern nur bis hier vorne. Naja, egal, da unten muss man sowieso nicht oft hin. Und wenn man auf diese Seite will, nutzt man meistens sowieso den anderen. Ja. Also nicht ganz so schlimmer Fehler, aber ich hatte keine Lust, mir eine halbe Stunde neu zu machen im Laden. Und hab's daher gelassen. Ja, ansonsten, die Wicker sind eigentlich ziemlich fröhlich. Die meisten Zimmer zumindest. Vielleicht muss ich die Zeit noch ein zurückstellen, weil irgendwie irgendwann werden sie immer sauer und fangen an zu streiken. Naja, dann haben wir hier noch den wunderschönen Dietrich, der gerade Training macht, was er eigentlich gar nicht sollte, weil eigentlich wollte ich den Havel nur trainieren. Havel, dieser hat nämlich auch schon ein bisschen gemacht. Der Dietrich ist zusammen mit der Elfie. Elfie, oh nee, ich wollte dich nicht anklicken.
Kampf ist sie eher so die. Die Drisch. Kann auch nichts eigentlich. Egal, lass man jetzt einfach mal kurz machen. Ja, ich bräuchte irgendwie noch. Dann machen wir einfach den Dietrich und die Elfi. Die machen dann auch hier Training. Dann weise ich sie mal hinzu und sag, die macht Schusswaffentraining und er macht jetzt hier zugewiesen und macht nicht Einhand, sondern macht Zweihand. Dann habe ich nämlich auch meinen Zweihandkämpfer wieder. So, mach einfach mal hier. Und leg los. Dojo 3, so. Dojo 1, da ist zugewiesen die Nastenka und Alfie. Lauf. Ja, und wie ihr hier schon seht, könnt ihr euch irgendwie... Oh, was ist das denn? Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ihn einfach noch ein bisschen nach rechts gegraben, habe gedacht, okay, für die Höhle wirst du schon da reinkriegen, wenn du einmal durchgräbst. Hab durchgegraben und es hat sich was generiert. Und das sieht man ja jetzt hier schon. Und dieser Gang hier kam halt direkt. Also ich habe hier ungefähr begonnen halt, da habe ich durchgegraben. Ich gedacht habe, irgendwo muss ich die Höhle schon irgendwie noch reinpassen. Ja, hat dann auch gepasst und bin dann auch hier mal ein paar Meter gegangen. Ich wollte nämlich auf Deutsch einfach die Dojos hier aufstellen, dass die Leute nicht irgendwie andere Arbeiten machen, sondern einfach hier stehen bleiben und diese Arbeiten machen, weil sie nicht durch die Tür kommen. Und kein anderer diese Arbeiten hier macht, damit ich die Kämpfer ausbilden kann, die ich möchte. So, und wenn man hier hingeht, habe ich noch eine zweite Tür eingebaut und hier bin ich einmal, muss ich sagen, ich habe es wieder zurückgängig gemacht, aber ich bin einmal kurz durchgelaufen und habe geguckt, was denn da ist. Und ja, es ist ein Quest und das machen wir gleich auch direkt. Und ja, so viel dazu. Und jetzt aber erstmal ein kleines Speichern und dann gucken wir erstmal oben, was da oben ist. Nehmen uns die Nastenka hier mit, die haben wir nämlich als Kämpferin ja noch schön ausgebildet. Das ist unsere letzte Kämpferin im Übrigen auch. Naja, wir gucken mal, was wir mit der Nastenka so ein bisschen erreichen können. Ansonsten haben wir nämlich tatsächlich echt gar keinen Kämpfer mehr. Die anderen sind nämlich alle gestorben. Und leider Gottes muss ich auch sagen, die Mützen sind verschwunden. Ich habe gedacht, ich könnte sie ja wiederbeleben, aber das ist irgendwie nur zeitlang, weil irgendwann verschwinden die Mützen und dann ist Ende Gelände. Also, leider ist das so. Ja, ansonsten, falls ihr noch irgendwie Fragen hier zu diesem Aufbau hier habt, den ich hier so angelegt habe, so ein bisschen, könnt ihr natürlich gerne stellen. Also wie gesagt, ich habe wieder mit dem Stückchen Gang, Laufen, Graben und so gemacht. Ne? Also das altbekannte. Ein paar Bildstämme. Also wie gesagt, in diesem Gang hier war ich noch nicht. Nur unten den bin ich einmal kurz abgelaufen, dann kam ein Video, habe ich direkt Escape gedrückt und wieder geladen. Also ich weiß auch nicht, was da unten für ein Quest erwartet. Da ich auch noch nie diese Welt hier gespielt habe. Aber ich finde diese Gänge hier, die sehen schon recht cool aus. Eigentlich könnte das ja auch ein Quest sein, weil irgendwie... Oder kommen die Gänge andauernd so, ich weiß es gar nicht. Egal. Sieht und verguckst. Sehr schön, Metalle. Yo. Lauf mal. Tun wir das Buch erstmal hier vorne hin. Ne, tun wir noch nicht mehr. Gehen erstmal hier lang. Also Raupen gibt es anscheinend doch in dieser Welt auch und Hamster auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, wer es irgendwie mal geschrieben hatte. Ich meinte aber, dass man immer schön die Dinger mitnehmen muss, weil sonst in der nächsten Welt einfach diese Viecher nicht mehr gibt. Aber anscheinend ist es ja doch nicht der Fall. Also, naja, egal. Ich frage mich aber, ich glaube, die Gänge sehen immer so aus. Nur wenn man halt Stück für Stück nur gräbt, dann... Oh, unser erster Gegner. Eine Brut. Ja, und das, die macht sogar noch Rollen. Und das sind halt die Brut, nicht der Kristallwelt, sondern der Schwefelwelt, What the fuck, was geht denn hier jetzt ab? Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich bin da zu schwach für die Kämpfe irgendwann später. Oh, ein Kohlebrocken. Und ein Goldbrocken, yeah. Okay, das ist sehr schön. Und noch viele Fässer. Okay, die öffnen wir mal kurz. Rot. Ach komm, verzieh dich. Dann Kristallerz und komm, noch eins öffnen. Schnell. Öffne. Ja, geschafft. Nein, nicht geschafft. Oh, zurücklaufen. In dem anderen war, glaube ich, ein Stichling. Ja gut, ein hinter eins. Das brauchen wir nicht wirklich. Ja, die greifen wir dann irgendwann später mal an. Ist ja kein Problem. Macht uns ja keinen Stress. Und hier haben wir eine Freund- und Feinderkennung. Also irgendwas Kampftechnisches. Auch schön. Gut, aber ich finde es geil. Schön Goldbomben. Ich glaube, den hatten wir sogar noch nie. Gibt es wahrscheinlich an einfach auch nur
eine Lava-Welt so. Könnte ja sein. Ja, egal. Gehen wir erstmal wunderschön zu unserer Büchersammlung, Fragezeichen. Haben wir ganz schnell, stimmt. So, neuer Zwerg. Amabel ist sehr alt. Ja, schön. Neuer Zwerg namens Regin geboren. Ja. Gut. Ich freue mich immer über neue Zwerge. So, dann dürfen die auch Sex haben. Weil ich habe übrigens alle Freizeitaktivitäten ein bisschen umgeändert, dass ich nur, genau das gehört nämlich noch zum Tipp, man sollte normalerweise Zwerge zusammen nehmen, die dieselben Attribute haben. Zum Beispiel ist diese jetzt hier sehr gut in Steine. Haben wir noch einen, der so gut in Steine ist, dann kriegt der das Neugeborene, also der neue Zwerg, mehr Erfahrung in Steine direkt zu Beginn. Das ist halt so die Idee dahinter, deshalb sollte man vielleicht im Kampfkunst oder so auch, dass die Sachen vererbt werden. Die Zwerge, die in in einem Attribut gleich sind, zusammentun, so. Ich könnte jetzt eigentlich diesen Spruch lassen, meine Damen und Herren hier. Nein, Spaß. Das lassen wir mal. So, wir haben eine Schule, dann hauen wir die, hauen wir direkt mal an, damit das Zwergeleins, dahin läuft. Und wir gucken uns dieses Quest hier schnell an. Werden es vielleicht nicht durchspielen, ich weiß es nicht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, 18 Minuten, okay, das schaffen wir noch locker. Ich habe jetzt gedacht, wir hätten noch 10 Minuten oder so, aber da habe ich ja doch nicht so viel geschwafelt. Ja, das Zwergelchen läuft jetzt hoffentlich zur Schule. Und wir gucken schon mal hier, wie es denn hier weitergeht. Also übrigens habe ich die Tür zugemacht, dass keine hier die Idee kommt, irgendwas an Rohstoffen zu holen. Und dann das Quest beginnt. Übrigens auch sehr gute Idee. Ich habe ja gesagt, man muss immer die anderen Zwerge den Leuten zumachen. Man kann es auch anders machen, indem man einfach jetzt ein Stückchen hier runtergräbt, dann ein Stückchen nach rechts, Tür baut und dann erst runtergräbt. Dann hat man nämlich immer vor seiner Siedlung, Entschuldigung, ein Zwischenteil, sag ich mal so, wo keiner drankommt. Also wo keiner so einfach reinkommt. Naja. So, wie gesagt, also ich war hier schon mal, nur ich habe das Video, ich glaube jetzt nach links kommt es, noch nie gesehen. Also ich, Lava-Welt, genau wie die Kristallwelt, habe ich noch nie gezockt. So, da kommt es auch schon. Hui! Ja, ich glaube, sollten die jetzt was sagen? Ja. Okay. Okay, liebe Leute. Ich mache mal gerade Folgendes. Ich glaube irgendwie, dass die Stimmen nicht funktionieren. Ich habe anscheinend irgend noch ein Problem von den Einstellungen auf meinem neuen System hier. Ja, wir laden das Spiel definitiv. Bis gleich. Ich probiere es kurz nochmal aus und dann bis später. Ja, liebe Freunde. Ich habe es rausgefunden. Und zwar gab es folgenden Fehler. Also ich habe länger gesucht, deshalb, ich hatte das Let's Play eigentlich am Sonntag schon gemacht. Und, ja, habe abends nichts gefunden, habe dann nochmal gesucht und geguckt und, ja, habe dann auf meinem alten Rechner noch geguckt, wo Wiggles noch drauf war. Und habe gesehen, in dem Ordner, also Wiggles Data und dann, ich glaube, Music ist es und dann, oder Sound und dann Sequenzen. Und in Sequenzen sind die ganzen Videodateien von den Sequenzen halt. Und da war eben das folgende Problem, dass doch Sequenzen fehlten. Es waren nämlich nur 94 vorhanden und nicht 98. Das heißt, ich habe mir alle von meinem alten Rechner genommen und dann zackig rübergezogen. Ja. Und worum geht es jetzt? Also eigentlich ganz klar, wir haben da unten ja einen Drachen gefunden. Wer das natürlich ist, ist eigentlich ganz logisch. Das ist natürlich die Drachenmama. Und es gibt aber, wie gesagt, mehrere Wege natürlich. Wenn wir nämlich den Vater oben direkt getötet hätten, hätten wir die Mutter jetzt hier auch töten müssen, ja. Und wenn jetzt, ich meine, wenn das Drachenbaby lebt, ist das kein Problem. Ich glaube aber, wenn es stirbt,
kriegen wir Probleme. So, genau deshalb will ich das Drachenbaby jetzt hier mal oben hinschicken, weil ich hab irgendwo dadurch nicht mehr gespeichert, deshalb müssen wir hier nochmal rein. Also kein Problem. Und dann gehen wir kurz mit einem Zwerg hier rein und lassen das Drachenbaby einmal kurz töten von diesen Viechern. Ich meine, da wären welche drin gewesen. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann zeige ich euch direkt beide Wege. Aber erstmal mache ich jetzt hier so einen kurzen Break mit und gehe mit dem Drachen rein. Dann zeige ich euch gleich, ob wieder stirbt. Und dann wird es beide Wege geben. Aber bis der jetzt da hinten ist, dauert es. Und das möchte ich euch ein bisschen ersparen. Ja, also dann bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Sind wir gleich da. Und ja, Laub. Er meinte gerade stehen bleibt. Übrigens, das sieht... Oh, komm. Sieht ziemlich lustig aus, wenn man das mal in schnell macht. Ich glaube, der sträubt sich so ein bisschen noch. Na egal. Ist ja jetzt nicht schlimm. Wir speichern aber gerade mal. Oh, kurz noch. Dann laden wir nämlich gleich direkt ab dieser Stelle. Und ansonsten ist das ja jetzt gerade nur kurz, um dieses Fail-mäßige zu zeigen. Okay, er hat schon keinen Bock mehr. Das heißt, wir müssen die Viecher ein bisschen anloggen. Anlocken, Entschuldigung. Ich glaube, dass es leider aber die Viecher nur da oben sind und der da hoch müsste. Aber ich glaube, wenn dann zwei Zwergchen mitkommen, dann passt das schon. Komm, hopp. Geh in diese Richtung. Ich möchte, dass die sich töten. Die dich töten, so. Es hört sich fies an, aber... Was muss, das muss, und ich kann selber nicht töten, also. Naja, wenn wir schon mitgehen, dann wird er schon hoffentlich auf uns hören. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da oben irgendwo Viecher waren. Ja, da sind sie doch schon. Ah, da kommt schon das erste Viech. Dann ziehen wir direkt wieder Leine. Und lassen den Drachen mal auffliegen. Ja, es ist böse, was ich hier gerade mache. Es ist wirklich böse, aber... Komm, lassen wir ihn mal fliegen. Na, du kannst runtergehen. Es ist nur der Drache, der sterben soll. Komm. Mach ihn jetzt. Ja, ich glaube, er nimmt schon Schaden. Ja, das ist wunderbar. Also, was heißt wunderbar? Es ist irgendwie fies. Aber ihr wisst, wieso ich jetzt wunderbar sage. So. Dann guck mal da oben mal zu. Oh, der Drache haut wieder ab. Das heißt, wir nehmen uns mal kurz. Ne, du fliegst jetzt nach oben. Was sind die anderen denn hier? Komm mal her. Du musst dem Drachen mal helfen, sonst geht er ja nicht in die Richtung. Ab nach oben! Er lässt sich kaum bewegen. Gott, ist das schwierig hier. Komm schon! Will einfach nicht. Ich glaube, wenn Leute dabei sind, dann geht er mit. Ja. Oh, Alnemar wäre durch Altersschwäche gestorben. Interessiert gerade wenig. Den stellen wir einfach mal ein, wenn er nicht wegläuft. Und den Herrn Drachen schicken wir einfach wieder nach oben. Na, passt das schon. Dann lassen wir die alle mal hier stehen. Ja, es ist ein bisschen aufwendig, aber es ist nicht weiter schlimm so. Was muss, das muss halt, ne? Also. So. Jetzt wird er schon wieder angegriffen. Oh, der fällt ja direkt runter. Ich glaube, ich muss die mal da hinten kurz ein Stückchen weglocken. Aber ich glaube, das mache ich ein Stückchen später. So. Lauf, lauf, lauf. Mann, Mann, Mann. Ich weiß, man will es eigentlich nicht, aber... Manchmal sterben hier Zwerge, ja, obwohl man es nicht will. Und wenn man mal will, dass welche sterben, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist bescheuert. Nein, 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 kommt doch alle her. Aber hat das doch keinen Sinn, wenn der die ganze Zeit runterfällt. Ihr seid doch dumm. Egal, laufen wir noch ein Stückchen weiter. Dann wird er jetzt gleich wahrscheinlich angegriffen. So, Drache, komm her. Genau, schön in die Richtung gehen. Schön angreifen lassen. Und jetzt kämpf. Und lass dich gerne töten. Na, hier vorne ist anscheinend... Der hat keinen Bock mehr zu kämpfen. So, und ich denke mal, das Drachenbaby stirbt jetzt auch gleich. Also, lange dauert es nicht mehr.
Und, oh, er ist ja sogar sehr stark. Er schafft es ja fast, das Vieh zu töten. Nicht schlecht. Er schafft das sogar, cool. Er hat sogar getötet. Das ist ja toll. Aber jetzt wird er schon definitiv... Upsala. Und wo ist da hinten der andere? Hat die beide da unten gekippt. Und jetzt kommt da unten. Ihre Zwerge werden angegriffen. Okay, es ist ein bisschen buggy gerade, glaube ich. Ja, jetzt wird er aber sterben jetzt hier. So. Jetzt wird er angegriffen, hoffentlich. Ja. Du sollst aber nicht kämpfen. Wieso greift er jetzt den da an? Nee. Es darf nicht wahr sein, dass die den jetzt nicht töten können hier. Der will ihn einfach nicht angreifen. Ich glaube das nicht. Okay, liebe Freunde, ich glaube, ich muss das Ganze nochmal laden und nochmal machen. Ich spule es aber diesmal vor, also bis später. Ja, so, jetzt, diesmal sollte ich es geschafft haben. Der Drache wird hier oben schön angegriffen von allen und ja, wird definitiv gerade voll auseinandergenommen. Und wird es diesmal auch nicht schaffen. Wahrscheinlich auch, wird dann noch nicht mal jemanden töten. Aber ist ja auch egal, jetzt ist er tot. Das Drachenbaby ist tot. Ja. Man sieht es, jetzt ist es weg und das war's. So, und wenn das Drachenbaby tot ist, kommt garantiert auch ein ganz anderes Video, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wir werden es jetzt gleich sehen und ja, probieren das Ganze einfach mal aus. Was ist denn das schon wieder? Also das ganze Mal, dass sie jetzt da gerade gar nichts sagt. Ich weiß nicht wieso, aber... Na, wenn das nicht Madame Drache ist, lieber weg. So. Dann gehen wir runter. Und dann gucken wir mal, was sie uns sagt. Seht ihr, jetzt ist sie auf jeden Fall direkt feindlich. Weil wir eben keinen Drachen haben. Das heißt, wir müssen sie sofort angreifen und versuchen zu besiegen. Ja, ob wenn wir sie besiegt haben, ob da noch eine Sequenz kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt mal gerade hier eins vom Acker machen. Und ich speichere das Spiel jetzt einfach mal auf Save Game 6. Und also definitiv geht es um dieses Teil, was ihr hier seht. Da kommen wir auch später noch zu. Auf jeden Fall seht ihr, wenn ihr den Drachenmann tötet oder halt das Drachenbaby euch stirbt, dann werdet ihr gegen sie kämpfen müssen. Ihr seht gleich, wenn ihr das Drachenbaby noch habt, werdet ihr nicht gegen die kämpfen müssen. Ich spoilere es jetzt gerade einfach mal. Seht ihr gleich aber. Das war ja eigentlich jetzt sowieso klar im Zusammenhang. Ich werde jetzt kurz nochmal aus dem Game rausgehen und die Konsole wieder einschalten, damit ich einmal den Cheat aktivieren kann und wieder mir so eine AK-47er cheate. Und dann werden wir sehen, was passiert, wenn wir sie dann schlussendlich töten. Also bis gleich nochmal. Ja, da sind wir wieder und ja, ich habe gerade die Konsole kurz eingeschaltet, also dafür muss man einfach hinter dem Ziel, also ich sage jetzt zum Beispiel, es wäre bei C/Programme, wenn es da bei euch wäre, dann Wiggles. Und dann wäre die Wiggles-Exe jetzt Wiggles.exe. Und da schreibt man jetzt, also wenn man es denn jetzt machen möchte, dann muss man das bei dem Ziel, also man erstellt eine Verknüpfung auf dem Desktop zum Beispiel. Wenn man auf Eigenschaften drückt, steht da halt das Ziel, was jetzt unten drin steht. Und schreibt man halt hinter diesem Ziel, also hinter diesem Exe erstmal eine Leertaste und dann minus Konsole. Und dann sagt man übernehmen und dann startet man das Spiel einfach und kann die Konsole dann halt mit dem Bildlauf öffnen und schließen. So, und jetzt kann man, also es gibt voll viele Befehle, da könnt ihr euch mal durchgoogeln, wenn ihr möchtet. Und der eine wäre ja halt jetzt zum Beispiel eine AK-47 zu cheaten, also wäre Q-New und dann AK-47, das AK-47 alles groß geschrieben. Außer die 47 ist ja logisch, kann man nicht groß und klein schreiben. Und ja, dann Enter. Und am Mauszeiger erscheint dann diese Waffe. Da gibt es zum Beispiel auch noch andere Sachen wie eine MP5. Und ja, alles so als Beispiel. Und ja, dann kann man diese Waffe halt nehmen. Und anschließend kann man dann diese Waffe auch nutzen. Ja, und dann geht man halt einfach auf das Tier drauf. Und auf den Gegner.
Und dann fängt er an zu schießen, wie ein Bekloppter, und ist damit eigentlich auch ziemlich stark. Ja, normalerweise. Leider ist, denke ich mal, mein Wickel hier schon ein bisschen zu schlecht. Deshalb hole ich jetzt mal gerade noch ein paar andere. Einfach mal her. Weil der wird es einfach nicht schaffen, alleine mit so wenig Leben. Und, ja. Es kommen ja jetzt neue. Oh, Entschuldigung. Ja, der reicht wahrscheinlich sogar schon. Ja, ich schicke mal einfach ein paar hin. Und, ja, bis sie da sind, dann bis gleich. Yo, und da läuft sie. Und hebt jetzt die AK-47 auf und dann macht mir den Drachen vollends platt. Ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze endet. Also, los jetzt hier. Ich mach mal ein bisschen Schnellgas. Also, die anderen brauchen wir gar nicht mehr eigentlich. Falls sie es doch nicht schaffen sollte, dann heben wir halt nochmal die Waffe auf. Sind ja genug da. Die MP nochmal aufheben und schieß mal mit drauf. Boah, also, es wird eigentlich gar keine Waffe angezeigt, so wirklich. Oh. Ja, jetzt benutzt er sie endlich. Ja, ziemlich cool eigentlich gemacht, so mit der AK-47. Ich finde es ziemlich lustig, vor allem wie er sich dann verändert vom Aussehen. Ja, und wenn man den Drachen hier wieder tötet, gibt es natürlich Folgendes. Es gibt schon wieder eine Drachenschuppe. Das wusste ich jetzt eigentlich auch noch nicht, aber... Tja, also könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, natürlich es so machen, dass ihr den Drachen tötet. Anschließend könnt ihr euch... ja, wieso auch nicht? Normalerweise... Ah, doch. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Tück. Ja, anscheinend bringt das nichts. Dann packen wir einfach mal eine größere aus. Anscheinend kriegen wir dieses Ding nicht kaputt. So scheint es wohl. Tja. Mit einer Kettensäge. Nicht schlecht gemacht, also das ist erstmal lustig. Tja. Ah, er hat es sogar geschafft. Ah, mit einem Kristallstrahl jetzt. Dann kriegt man das Tier natürlich frei. Ja, das war's also. Und dann haben wir halt noch den magischen Schmiedehammer. Ja. Und damit wäre es dann hier wohl auch gegessen. Also was man sagen muss, ist natürlich, wenn man nicht cheatet, ist dieser Kampf sehr hart. Also es ist eigentlich fast unmöglich, den Drachen zu besiegen. Da muss man schon viele Kämpfe haben und man wird wahrscheinlich Verlust haben, wenn man nicht sich Heiltränke nutzt. Oder einen Unverwundbarkeitstrank. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist der magische Schmiedehammer, wofür wir den brauchen. Da kommen wir noch später zu. Und jetzt erstmal, weil ich werde dieses nicht so, auch wenn es schön ist, so ein Schild hier zu haben. Ich werde es nicht so machen. Und deshalb lade ich direkt das Spiel. Denn ich werde unser schönes Drachenbaby abgeben und damit weiterzocken, weil ich das eigentlich viel schöner finde. So. Und deshalb nehmen wir uns jetzt direkt hier auch einen Zwerg. Hier machen wir erstmal die Tür auf. Sagen hier erstmal, hier ist erstmal kein Training mehr. Und nehmen mal einfach die wunderschöne Elfie mit und schicken sie mal runter. Und der Amabel ist fast am Sterben. Dann werden wir uns natürlich auch, ja, jetzt werde ich schon angerufen, das geht gerade ganz schlecht. Dann werde ich mal kurz den Pilz weglegen und den Hamster und werde dann natürlich das Overboard und das Ding hier auch weglegen, damit, wir die Sachen nicht nachher irgendwo suchen müssen. So. Was wollte ich jetzt gerade noch machen? Der eine Zwerg ist unterwegs. Ach, die Tür ist zu. Das war jetzt Fail. Jetzt sind sie schon weg. Da ist auf jeden Fall noch ein Baby. Dann machen wir die Schule auch direkt mal an. Ja, liebe Oma, Anushka, komm mal her. Dann bist du jetzt wohl die Auserwählte. Und ja, schick mal so runter. Gut, was man noch sagen kann, ist, ja, dass Amabel jetzt gleich stirbt.
Und es ist gleich vorbei für dich. Komm her. Rest in peace. Ja, schönes Ende. Ja. Gut. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte irgendwas machen. Da ist unser Drache. Genau, da oben müssen wir gleich noch gucken. Das haben wir jetzt eigentlich schon gesehen. Was da ist, das Gold und so weiter und so fort. Habe ich ja schon mal gezeigt im vorigen Teil. Beziehungsweise in diesem Let's Play. Aber eben, also von einem anderen Safe Game. Weil ich habe das ja kurz wieder ein bisschen übersprungen. Egal. Ich wollte irgendwas nachgucken. Nur ich weiß nicht mehr was. Ja, irgendwie. Genau. Nastjenka soll nicht Kristallerz transportieren, sondern hier vorne hinkommen und die Einwandkampftraining machen und nach Einhandkampftraining machen. So, und der Partner von ihr, der Havel, soll nämlich auch mal runterkommen. Wo auch immer er gerade ist. Havel, so. Nee, du machst jetzt keinen Unterricht, du kommst jetzt auch runter und machst auch Einhandkampftraining. Ja. Ich meine, dass der Havel das auch lernen sollte. Hey, where are you, bro? Einen. Wunderbar. So, dann läuft das Ganze hier. Und dann packen wir uns Anushka. Wir sind nämlich schon unten. Und werden dann dieses Drachenfest hier auch mal zu Ende machen. Und ein anderes Video haben diesmal. Was ist denn das schon wieder? Einen Schluck trinken hier. Also entweder fehlt mir da auch noch irgendein Soundstück, dass der da irgendwie faucht oder so. Das könnte natürlich sein. Oder aber, Na, wenn das nicht Madame Drache ist. Es ist einfach normal. Hör lieber weg. Glaube ich aber kaum. Ja, egal. Wieso die jetzt immer abhauen, weiß ich nicht. Ja, die war ja böse oder so, haben die doch erzählt bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Egal, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ein anderes Video kommt und das sehen wir jetzt sofort. Das weiß, habe ich mir schon angeguckt, nachdem ich nämlich testen wollte, ob das Ganze funktioniert. Habe ich den Anfang davon schon gesehen. Und ja. Aber ich wollte euch, wie gesagt, wieder beide Seiten zeigen, was möglich ist. Halt! Wer da? Jetzt spricht sie auch. Ich bin die Hüterin des Hammers! An mir kommt keiner vorbei. Was für eine Domina. Zeige dich! Ich stehe vor dir. Wir sollen dich von deinem Mann grüßen. Ich habe keinen Mann. Und außerdem ist er ein widerlicher Schwätzer. Echt mal, wa? Schwätzer. Nein, er ist ganz lieb. Wie geht's ihm denn? Oh, doch, wenn man fragt, sie ganz lieb. Ja. Nun ja, um ehrlich zu sein, nicht so sehr gut. Er ist im Grunde genommen etwas, nun ja... Tot. Aber tapfer und aufrecht im Kampf gegen Fenris und seine Schergen gestorben. Oh ja. Oh ja. Ein Schwätzer war er. Aber großmütig. Wir haben hier etwas für dich. Mein Sohn. Ich weiß nicht, warum, aber man sieht ihn einfach. Ist er es wirklich? Danke. Vielen Dank. Ja, also irgendwie ist das ein bisschen buggy, denn der schwebt in der Lava. Ihr wollt Fenris erwischen? Ich glaube, da kann ich euch helfen. Ja, und so haben wir einfach, kann man den Hammer auch befreien. Ich frag mich immer noch, wieso das... Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ja. Hoffentlich hilft er euch. Ja, ich frag mich immer noch, warum da immer ein Stein bei liegt. Weil es liegt halt dieser Hammer da. Und ein Stein. Und ich glaube einfach, dass es deshalb ist, weil der Hammer hier in diesem komischen Teil, was hier vorne irgendwo stand, drin lag und das soll einfach dieses Rest davon darstellen, glaube ich. Ja, wieso
was mit dem Drachen so komisch ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie verbrennt er in der Lava, so nach dem Motto. Ist aber ein nettes Bild, oder? Naja, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Drachenpapa, aber der ist ja leider tot. Sonst hätte man hier gegenhocken können und das Kind einfach da drunter. Tja, somit, also ich hoffe mal, auch wenn es lange her ist, das Let's Play, das hat euch das gefallen, denn ich habe euch wieder beide Sachen gezeigt. Also beim ersten Mal, also man kann es eigentlich, wenn man Lust hat, wirklich gegen die Drachen zu kämpfen, kann man es gerne machen. Wenn man denn sich sicher ist, dass man es schafft. Wahrscheinlich schafft man es nicht. Also da muss man dann schon wirklich ausgebildete Zwerge haben. Ansonsten hilft da nur Cheaten. Und ansonsten, falls ihr da Bock drauf habt, dann haut euch Heiltränke bis zum Geht nicht mehr ein. Und dann könnt ihr den Papi besiegen und auch die Mami besiegen. Und dann habt ihr zwei Drachenschuppen. Und den haben wir natürlich auch. Wie ihr möchtet, ihr kennt beide Seiten jetzt, wie es funktioniert. Ich zocke die schöne Variante mit Drachenmama und Drachenpapi. Und wenn ihr die böse zocken wollt oder nur teilweise böse, wie auch immer, ihr könnt ja auch den Papi leben lassen, den Drachen, das Drachenbaby sterben lassen und dann die Drachenmami töten. Übrigens, falls ihr vorhabt, die Drachenmami zu töten und das Drachenbaby noch habt, das klappt nicht, denn sobald ihr hier vorne hingeht, auch auf Angreifen drückt, fängt ab hier vorne, wenn ihr mit dem Zwerg hier vorne seid, sofort die Videosequenz an. Ja, das dazu, also ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Drachen hier und ja. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade macht und freue mich auf das nächste Mal. Ja, und was soll man sagen? Bis dann. Leider kann ich jetzt nicht mit dem Drachenbaby mich verabschieden. Stellt euch einfach vor und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen!